Hallo. Ach, ich dachte, wir machen das, das wird das schweigende Let's Play. Nee. Okay. Tschüss. Tschüss. Was war denn das? Das war Ike. Schon wieder? Bestimmt. Das mit dem schweigenden Let's Play bringt nichts. Ich wollte mal gucken, wie lange ich es selber schaffen würde. War jetzt auch durchaus interessant gerade, aber... da war Daniel jetzt auch ein bisschen von überrascht. Er hat sich, glaube ich, etwas gewundert, warum ich nicht anfange, wie komme ich denn da oben? Wie komme ich denn hier ran? Ventilator? Wo bläst der hin? Hast du die Zeit? Musst du wahrscheinlich mehrere Sachen hochwerfen. Oder ich muss mir da eine ja, aber da kommst du ja nicht hin. Das bläst deine Sachen ja alle nach hinten. Ach so, ja, richtig. Hm. Vielleicht finde ich hier so eine Kette hin. Oder ja. Werf mal was in die Luft. Und zwar von der Treppe aus und dann springst du raus. Warte mal. Weißt du was? Vergiss es. Wir haben auch keine Zeit. Ihr da draußen habt es natürlich längst eingesammelt, aber wir nicht. I can hypothesize that I am officially lost. Was in dem Haus verirrt? Short-term memory gone, trapped in some sort of pocket dimension. Henry VIII. Today is a good day. Das wäre dann Henry der Dritte, die schlauen Leute. Oder Henry der Fünfte oder Henry der Achte, je nachdem. Gibt ja so viele Henrys. So, eine Bibliothek. Wir haben doch keine Zeit, das habe ich gerade gesagt, oder? Ach, so viele Bücher, die man sich eigentlich angucken müsste und gucken müsste, wo sie herstammen. Trivia, Trivia, Trivia. Aber die sind wie Ikea-Bücher, die meisten haben gar keinen Titel oder sind immer die gleichen. Ja, doch. Jurassic Quark, das ist nett. Ist das? War of the Parallel Worlds. Das hätten wir bei der letzten Quantum Conundrum Session auch nicht gedacht, dass in der Zwischenzeit das Higgs-Boson entdeckt wird. Oder fast entdeckt. Nee, wieso? Ich dachte, sie haben es nachgewiesen. Ja, das ist ja, was hat einer getwittert? Das war ganz nett, Sensation statt relativ wahrscheinlich ist es jetzt wahrscheinlich. Aber das sind ja die Schritte, in der sich die Physik heute weiterentwickelt. Also das ist ja, das muss glaube ich auch wahnsinnig frustrierend sein. Ja, aber dafür ist es halt umso toller, wenn man es dann doch findet. Das ist schon interessant, dass 50 Jahre nachdem einer mathematisch irgendein merkwürdiges Teilchen postuliert hat, dass man es dann tatsächlich entdeckt, nachdem man für 4 Milliarden Euro erst bei der Maschine baut, um das zu finden. Und wer hat $100 verloren? Stephen Hawking. Genau. Weil er gewettet hat, dass es das nicht gibt, beziehungsweise das hat er nicht gewettet, dass es nicht finden würden, genau. So, jetzt geht irgendein Laser. Diese Boxen kommen da raus, oder? Guck. So, und die machen in Zeitlupe diesen einen Strahl dann aus. Aber unten kommt auch ein Tresor raus, siehst du das? Unten kommt ein Tresor raus und auf dem muss ich dann, glaube ich, da mitreiten. Aber wo kommt denn der her? Ach, aus hier, aha. Aber was hätten wir denn davon? Kannst du die vielleicht, wenn du mit denen mitreitest? Ich kann doch auf denen nicht stehen. Nee, aber du kannst sie schnappen und nochmal werfen. Damit sie rüberkommen, damit sie es rüberschaffen. Weil du brauchst ja offensichtlich da drüben 4. Ah, ich brauche Pappkartons, Boxen, die ich mit dem Schwere-Modus. Boah. Haha, das wird wieder eine Timing-Geschichte. Schnapp die Pistole, das heißt. Ich muss erstmal hier rüber und einschalten, oder? Dann springe ich auf den Safe, alles schon in Zeitlupe. Genau. Und schnapp mir dann die Boxen, um die nach da drüben zu werfen. Hm. Und wie komme ich nach da drüben? Über das Regal hier hinten. Ich glaube, da wird sich dann vielleicht irgendwas, obwohl. Also Zeitlupe und an. Und jetzt gehe ich mal hier in Position und springe auf den Safe. Es wäre übrigens viel gemeiner gewesen, wenn Stephen Hawking irgendeinen fiesen Wetteinsatz gemacht hätte, den er jetzt Jahre später gar nicht mehr so machen kann. Oh. Ich Wenn die jemals das Higgs-Boson finden, graulich durch den Erbelkanal. Oh Gott, ist das viel böse. Spaß. Ich habe übrigens letztens einen Biografiefilm von Stephen Hawking gesehen. Von Hast dem du ich den gesehen? Wusste. Ich suche den schon ewig, der ist mit Benedict Cumberbatch. Den genau, Sherlock, das ist der Sherlock-Darsteller. Als, als noch recht junger Typ. Ja, und der Film muss richtig super sein. Aber ich der war gut. Also ich habe ihn nicht komplett gesehen. Der lief auf, glaube ich, Arte irgendwann nachts. Klar. Ah, verdammt. Wo laufen interessante Sachen auf öffentlich-rechtlichen Kanälen mitten in der Nacht? Weil ich habe den mal gefunden. Und
Oh. Eine Box hast du schon verpasst. Aber ich brauche nur, aber ich brauche vier Stück. Du musst es mit allen vier machen. Es sind vier Stück? Baby, du musst es mit allen vier machen. Sorry, das war zu einfach. That's what she said. Aha. Also, nochmal von vorne. Ja. Aber da ist ja schon die Showtreppe. Harald Juhnke wäre das, das wäre echt ein Spiel für Harald Juhnke gewesen, oder? Vor allem drei liegen ja jetzt schon da, das heißt, die lösen sich jetzt nicht in Luft auf, wenn ich hier nochmal anmache. Doch. Die lösen sich in Luft auf. Ach, Juhnke war toll. Du, die lösen sich auf. Die Boxen. Nee. Oh, jetzt habe ich den Safe verpasst. Ach, nee, das ging jetzt ganz schön flott. Shit. Ach, sie spucken dann nur noch, wenn sie erstmal drüben liegen, werden nicht mehr alle ausgespuckt. Oder? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er spuckt jetzt auch nur noch eine Kiste aus, weil die anderen liegen drüben. Ich warte jetzt trotzdem hier in Zeitlupe, sonst dauert mir das, sonst wird das zu knapp. Ja, was hast du gesagt wegen Juhnke? Juhnke war super. Ach so. Bei dem und beim Sohn von Juhnke wissen die Taxifahrer in Berlin übrigens, mehr oder weniger alle, das ist so denen in die Gene gelegt, wo die wohnen, wo so die nach Hause fahren sollen. Ach so? Ja. Schau mal, der spuckt keinen Safe mehr. Doch, doch, der kommt ein bisschen später, der Safe. Schau ja, mal, aber mal. So spät, da tut sich doch, gar doch, nichts der bewegt gerade. Sich, der bewegt sich. Warte, warte, warte. Ach jetzt. Da, siehst du? Nee, ich kannte nämlich mal einen Freund von dem Sohn von beziehungsweise, das heißt Freund von dem, aber irgendwie einen Bekannten von dem Sohn von Juhnke. Und der hat den wohl auch öfters besoffen erlebt. Und er hat auch öfters erlebt, dass er dann nur zum Taxi hin ist und sagte, nach Hause. Und die wussten dann oft sehr, sehr genau, wer er ist und wo er hin will. Also Harald Juhnke zu erkennen, wer er ist, das nee, ist, nee, nee, beim ich Sohn. Nicht. Ach so, ja, ja, aha. Ja, ja, beim Sohn. Komm ich also, denn da rüber? Einfach rüberspringen. Meinst du? Ja. Ja, okay. Das war schon ein bisschen kurios. Auch schon 7 Jahre jetzt tot der Mann. Mann, oh Mann. Echt, so lang ist das schon? Ja, ja. Johannes Paul II. Übrigens auch. Die starben recht kurz aufeinander. Und Fürst Renier von Monaco übrigens auch. Tada! Der Gala-Fight schlägt wieder zu. I had this portrait of myself and I commissioned before we began time travel in the mid-70s. Jetzt haben wir das Bild nicht angeguckt. Ja, ich kann ja nicht umschalten gerade. Nee, aber das wäre auch so bestimmt interessant und spannend gewesen. Jetzt da ist es der Professor und das ist Ike. Und Ike ist wieder so putzig. Ike altert auch nicht, oder? Nee. Oh. The only legal way to hunt tigers is to travel back in time to do it. Not that I would recommend doing as such. Interestingly enough, I have a hypothesis that the only reason tigers are about to go extinct is because people are going back in time and shooting them. Hm. So kann man es auch sehen. Ach, siehst du, wo wir gerade zurück in der Zeit sind? Hawkins, der alte Spielverderber, hat dann auch gleich nochmal gesagt, dass das mit zurück in die Vergangenheit zu reisen, dass wir die Hoffnung da irgendwie aufgeben sollten, dass das irgendwie machbar sei. Nee, aber warum? Ja, es sei denn, man... I made the first prototype when I was your age. I haven't had the heart to change the design. Es sei denn, man schafft es, in eine der unendlichen Parallelwelten zu gelangen, aber das wird, glaube ich, eher schwierig. So, hier sind wieder die kleinen Roboter mit ihren... Aha. Oh, das ist wieder so ein Treppenlaser bauen. Ja. Plop, 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 plop. Erstmal von oben alles betrachten. Beziehungsweise, ich glaube, da musst du... Du hast ja jetzt nur die Zeitdimension. Du musst einfach dafür sorgen, dass du rüberkommst. Mhm. Also hinterher springen. Ja, ich muss erst an diese Batterie ran. Nee, du kannst da rüber. Du hast doch die Zeitverlangsamung. Oder? Genau. So, ich glaube, so viel Zeit musst du nicht. Die müssen ja erstmal die oberen Linien abbauen. Aber was nützt mir das? Ja, dann kommst dann komm da ich nach rüber. Hier, aber hier ist nur dieses Bonusobjekt. Hier hinten muss ich, glaube ich, noch hin und irgendwas hat diese Dimension hier in dem Ventilator auch zu bedeuten. Oh. Jetzt aber flott. Mal ganz ehrlich übrigens an die Leute draußen mal gefragt. Wie schnell habt ihr die Sachen immer raus, bevor wir drauf kommen? Oh, wie komme ich denn jetzt hier? Muss ich jetzt über den Laser springen?
Ach so. Nee, der geht ja immer noch in die Wand rein. Aber ich komme doch jetzt hier nicht rüber. Aber komm, versuch's mal da rüber zu springen. Hey, tatsächlich. It's like having your own personal zoo. Und nun? Das bringt leider gar nichts. Ha. Huh. Nee, viel nicht. Schau doch mal, was hinten in der Ecke noch ist. Was gibt es denn da hinten noch irgendwie? Ist da irgendwas da unten? Nee, ist rechts. Hier ist die Dimension, an die muss ich irgendwie ran. Ist rechts noch irgendwas? Das schaffe ich vielleicht. Komme ich da, meinst du, ich komme da rüber in Zeitlupe über diesen Abgrund? Ich glaube nicht. Probier's doch mal. Du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst ja nicht sterben. Schau mal, die fahren dann nämlich irgendwann nach vorne. Aha. Und da hätte ich wohl auf den drauf müssen. Die laufen nämlich ein bisschen versetzt. Ach, wohin haben sie die doch? Wieso ist der langsamer? Aha, wenn die alle ausgeleert sind, dann fahren die nach vorn. Die lassen dann die Boxen da runter, oder? Schmeißen die weg. Und in dem Moment kannst du rüberspringen. Ja. So geht's. Da muss aber noch mehr hinterstecken, hinter diesem Laser, als dass ich zu diesem Bonusobjekt komme. Dafür ist das eigentlich zu kompliziert, das Rätsel. Lassen wir erstmal abtragen und dann einen Schritt nach dem anderen schauen wir, was noch so passiert. Den kannst du ruhig durchlaufen lassen. Du musst ja, aber ich mag mich. Nee, du musst den ja die anderen Sachen weglasern. Ach so, ja, richtig. Sonst springst du da rein. So. Na, und jetzt aufspringen. Und jetzt kannst du noch beschleunigen. Jetzt langsam. Frage ist, ob es reicht oder ob man sich erst umkippen lassen muss. Sieht schon wieder so knapp aus alles. Das geht aber. Ja? Ja. Es gibt inzwischen, glaube ich, auch einen Release-Termin für die Xbox 360 und die PlayStation 3-Version von Quantum Conundrum. Weiß man schon, was die kosten sollen? 1600? Ich glaube 1200. Ich glaube irgendwas mit 15 Euro war es. Und zwar am 10. oder am 11. je nach Plattform, Juli. Also gar nicht mehr so lange. So, und was mache ich jetzt? Warte mal. Lass mal liegen. Da ist Ach, hier ist offen. Okay. Würdest du den Xbox- und PSN-Nutzern empfehlen für diese 1200 Punkte oder was sind es dann, 12 Euro, 15 Euro, sich das zu kaufen? Also für den Preis sowieso. Aber ich finde, man könnte auch, also ich würde, keine Ahnung, 20, 25 fände ich immer noch vollkommen okay. Also ich finde es richtig nett. Ich finde es auch total irgendwie entspannend. Also klar, wir spielen es jetzt immer recht spät abends und sind da ein bisschen Hirnmatsch-mäßig drauf. Ich muss auf den hintersten Safe und den und dann so rüberspringen. Per Laser, per schwere Dimension verhindern, dass der gebrutzelt wird. Nee, du musst dir eine Treppe bauen. Wieder. Zeitlupe an. Zeitlupe, schnell. So, und jetzt stell dich mal hin, dass du siehst, was der Laser wegmacht. Am besten stellst du dich aber so hin, dass du dir die ganze Wand sehen kannst. Genau, der da hinten hätte schon gar nicht weggelasert werden sollen. Aber warum denn nicht? Naja, damit du hier eine Treppe hast, die du hier anfängst mit, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, dass du hinten richtig weit oben drauf stehst. Ah, so meinst du. Genau. Kannst ja mit 4 mal versuchen. Nice. Obwohl, kann ich klappen. Ach, das war's schon. Komme ich jetzt nicht vielleicht rüber, wenn ich mich beeil? Mach doch einfach Zeitverlangsamung an. Ah ja, richtig. Um Gottes Willen, wie soll das werden, wenn wir 4 Dimensionen haben? Mio, was wollte ich gerade sagen? Achso, auch wenn wir uns hier ein bisschen hirnmatschmäßig anstellen, ist das abends so nach der Arbeit eigentlich total cool, weil du kannst nicht sterben, du kannst irgendwie hängen bleiben, aber selbst wenn man dann hängen bleibt, ja Gott, dann schaut man sich halt im schlimmsten Fall irgendwo ein Let's Play dazu an oder ein Walkthrough. Ist doch genau das Richtige eigentlich zum Abschalten. Ich glaube, das war jetzt, du kommst das von der zweiten Box nicht so hoch. Ah, das ist aber echt Timing-Sache. Ich sag ja, du stehst da blöd. Du müsstest dir den Laser, die ganze Perspektive ein bisschen woanders anschauen. Das ja, aber was ist denn das Ziel, dass der linke Turm ganz hoch ist und der rechte niedrig? Oder? Nein, der rechte Turm soll ganz hoch sein und der linke muss ganz niedrig sein, damit du da wie über eine Treppe hoch. Dann lasse ich es jetzt prinzipiell mal in Zeitlupe laufen und schalte nur immer dann auf schwer
Wenn ich mir sicher bin, dass der Block auch weg muss. Genau. Der kann auch weg. Der kann weg. Der auch? Der kann weg. Der, die können jetzt erstmal alle weg. So, aber jetzt der auch und dann der nächste schon nicht mehr, oder? Doch, doch, der auch noch. Beim zweiten müssen zwei Blöcke draufstehen. Beim ersten muss einer. So, da. Nee. Eigentlich stehst du auch, stehst du jetzt auch doof, weil du, ach was, weil du auch nicht alle fünf Sachen siehst. Jetzt mach doch wenigstens Zeitlupe an, weil du kommst da nicht hoch. Oh, das ist aber eine Scheiße. So, also. Ich stelle mich da nicht mehr hin. Ich schaue mir das jetzt von hier aus an. Ja. Aber das Prinzip hast du verstanden, ja, oder? Ja, so ungefähr. Nur ist es immer total schwierig mit 3 und Q und dann vorwärts und... Ah, nee. Du musst aber schon sehen, welche er weglasert, ne? So. Ja, oder springen, fangen jetzt einfach an zu laufen, macht Zeitlupe an und... Ach so, aber... Oh, jetzt hat er mich erwischt. Ach so, ja, ich kann... Du kannst ja nicht Zeitlupe, stimmt, du kannst ja nicht Zeitlupe und Laser gleichzeitig machen. Ja, dann lässt du ihn einen... Ich sollte wahrscheinlich einfach... Wahrscheinlich... Ah, wir denken wieder viel zu kompliziert. Wir lassen die oberste Reihe wegbrennen und schalten dann auf schwere Dimensionen. Und dann habe ich ja Zeit, parallel darüber zu hetzen, nicht wahr? Stimmt. So gesehen. Also, nichts mit Treppe bauen. Wo er recht hat, da hat er dann ja recht. Mein Gott. Immer diese komplizierten Lösungen für einfache Probleme. Da war Querkopf nicht so schwer. Ja. Aber das Ergebnis, ja, ausgegangen das ist. Ergebnis noch viel deprimierender. So, also ich lasse die ersten zwei Reihen wegbrennen und dann schalte ich um. So, und jetzt schnell rüber da. Ich kann ja jetzt sogar auf Zeitlupe schalten. Muss ich aber gar nicht. Ja, das war knapp. Ja, ob das reicht, das ist halt die Frage. Du musst dich schon fallen lassen mit den Dingern. Deshalb sag ich, ich glaube, er muss einen Turm höher sein, oder? Der letzte. Ja, und du musst dich vor allen Dingen fallen lassen. Also du brauchst diese, dieses Momentum von den fallenden Türmen. So. Da kommst du nicht hoch. Der erste muss 3 Blöcke tief sein, sonst kannst du es nicht schaffen. So. Wie gesagt, also der letzte müsste schon 4 hoch sein. Das wird nicht noch weiter. Höher? Ja. Das wollen wir doch erstmal sehen. Ach, ich hab doch gedrückt. Das heißt, ich muss auch schon vermeiden, dass der erste eins weggebrannt wird. So, und jetzt los. Jetzt los. Los. Also dieses zielgenaue Springen, das ist halt nicht unbedingt die Stärke von dem Spiel, ne? Uah. Das war, glaube ich, auch das, was in Tests und so am meisten kritisiert wurde, dass die zu viel Timing und Hüpferei nicht so richtig funktioniert oder nicht so richtig, ja, präzise ist, wie es sein müsste. So, jetzt reicht's aber. Our time travels took us to feudal Japan, where they took a rather strong liking to Ike. I hope introducing them to a small, cute, fluffy creature somehow didn't alter the present. Ah, there's a ninja in this painting. You just can't see him. So, jetzt aber. Jetzt machen wir eine Pause. Mhm. Denn die Zeit ist voll und zwar mächtig. Ich glaube, wir haben eine ganz schön lange Folge gemacht. Ich möchte noch zur nächsten Tür. Ach, ist das nett. Ich habe es nicht gefunden. Und um ehrlich zu sein, die Lost Cities von Bronze und Silber waren really wirklich nicht so beeindruckend. Could have been worse, I suppose. Da ist sie. Daniel wollte sie sehen, die nächste Tür. Und was haben wir genau so vorgestellt. Tja, nächste Folge, würde ich sagen. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.